Update Paris, kein neuer Grand Slam-Frust für Alexander Zverev. Bei den French Open in Paris rettet er sich gegen einen Bosnier mit sehr viel Mühe ins Achtelfinale. Alexander Zverev genoss den Jubel auf dem Center Court von Roland Garros in vollen Zügen. Ich liebe laute Stadien, ich liebe lautes Publikum, schwärmte der 21-Jährige, nachdem er mit einem erneuten Sieg des Willens erstmals in seiner Karriere das Achtelfinale der French Open erreicht hatte. In einem fast vierstündigen Krimi hatte sich der an Nummer 2 gesetzte Hamburger gegen den Bosnier Damir Zuma 6:2, 3:6, 4:6, 7:6, 7:3, 7:5 durchgesetzt und damit auch das Publikum im Court Philippe Chatry in Ekstase versetzt. Service, Spielplan, Zverev wird Matchball ab. Zum zweiten Mal überhaupt hat Zverev in Paris damit die dritte Runde bei einem Grand Slam Turnier überstanden. Bislang war der Weltranglisten-Dritte, der gegen den verbissen kämpfenden Zuma im fünften Satz sogar einen Matchball abgewehrt hatte, lediglich in Wimbledon 2017 ebenfalls ins Achtelfinale eingezogen. In Paris trifft er nun in der Runde der letzten 16 auf Lokalmatador Lucas Poulié, Frankreich, Nummer 15, oder den Russen Karen Schatschanow. Unmittelbar nach seinem verwandelten Matchball hatte Zverev, der bereits in Runde 2 gegen den Serben Dusan Lajovic über 5 Sätze hatte gehen müssen, beim Gang ans Netz sichtbar tief durchgeatmet. Das Match war Wahnsinn. Ich bin einfach nur froh, das überstanden zu haben, sagte er wenig später, ich konnte nur kämpfen. Etwas anderes ging nicht. Ich bin jetzt einfach nur müde, viele leichte Fehler bei Zverev. Im ersten Match des Tages hatte der passionierte Langschläfer Zverev auf dem Court Philippe Chatry zunächst einen hellwachen Eindruck gemacht. Mit gutem Service und aggressivem Grundlinienspiel hatte er den an Nummer 26 gesetzten Zuma ins Laufen gebracht. Doch weil dieser im zweiten Durchgang sein Spiel umstellte und plötzlich unkonventionell und mit vielen Stops agierte, entglitt Zverev das Match zunehmend. Weil Zverev im dritten Satz plötzlich zudem auch noch viele leichte Fehler produzierte, kippte das Match endgültig. Zuma war nun am Drücker, Zverev haderte mit sich selbst. Immer wieder ging der Blick des Hamburgers fragend in Richtung der eigenen Box, wo Vater Alexander Senior als sein Trainer allerdings ebenfalls hilflos war. Große Willenskraft, doch wie schon in der Runde zuvor gegen Lajovic stemmte sich der dreimalige Masters-Sieger am Ende mit seiner ganzen Willenskraft erfolgreich gegen die drohende Niederlage. Das hatte mit Tennis nichts mehr zu tun, das war nur noch pure Lust aufs Kämpfen, urteilte Deutschlands Tennislegende Boris Becker bei Eurosport. Sascha hat in der entscheidenden Phase Kämpferherz bewiesen. Das galt auch für das große Finale im fünften Satz. Am Samstag haben in Paris auch Zverevs älterer Bruder Mischa gegen den Südafrikaner Kevin Anderson Nummer 6 und Maximilian Matera gegen Jürgen Zopp Estland noch die Chance auf den Einzug in die Runde der letzten 16. Dazu erwarten Julia Görges Nummer 11 gegen Serena Williams, USA, und Andrea Petkovic gegen Simona Halep, Rumänien, Nummer 1, große Duelle. Angelique Kerber Nummer 12 ist gegen die Sandplatz-Spezialistin Kiki Bertens, Niederlande, Nummer 18 im Einsatz.